Bienvenida zum dritten und letzten Teil der Kind-3-Reihe. Wir sind aber stehen geblieben, ein bisschen die Wurfparabel zu studieren. Diese Formel hier unten beschreibt die blaue Wurfparabel. Und ermittelt man die Nullstellen der Formel, so erhält man die Wurfweite. Lass uns jetzt mal klären, wie diese Formel eigentlich zustande kommt. Das Wegzeitgesetz lehrt uns, dass die Formel für die zurückgelegte Wegstrecke in x-Richtung v mal t beträgt. Für die Geschwindigkeit in x-Richtung benötigen wir den Kosinus. Wir rechnen also die Gesamtgeschwindigkeit mal dem Kosinus vom Winkel Alpha, mal t selbstverständlich. Und diesen ganzen Kram formen wir jetzt nach t um, sodass t alleine steht. Warum machen wir das Ganze? Um das t in die zweite Formel einsetzen zu können, der Formel für die zurückgelegte Wegstrecke in y-Richtung. Haben wir das soweit erledigt, so ist die Formel SY von SX abhängig. Warum aber nun wird der Sinus verwendet, um Höhen bzw. die vertikale Geschwindigkeit auszudrücken? Die Formel für den Winkel vom Sinus Alpha lautet, der Sinus vom Winkel Alpha ist gleich die Länge der Gegenkathete dividiert durch die Länge der Hypotenuse. Mit Gegenkathete ist die dem Winkel gegenüberliegende Dreiecksseite gemeint. Und die Hypotenuse ist die längste Seite im Dreieck, sprich die Länge unseres V0-Vektors. Merken wir uns, der Sinus steht im Zusammenhang mit der Gegenkathete. In diesem Falle also mit etwas Vertikalem. Optimal, um die Vertikalgeschwindigkeit auszudrücken. Betrachten wir den Sinus doch mal näher am Beispiel des Einheitskreises. Wir sehen, der Sinus gibt das Verhältnis zweier Dreiecksseiten an. Je größer der Winkel Alpha, umso länger die Gegenkathete und umso höher der Sinuswert. Der Sinus und ebenso der Kosinus können Werte zwischen minus 1 und 1 annehmen. Jetzt hat der Sinus den Wert 1 erreicht. Zwar vergrößert sich der Winkel weiterhin, doch der Sinuswert wird abnehmen, bis auf die minus 1. Danach steigt der Wert wieder. Wenn sich der Sinus also mit der Gegenkathete beschäftigt, womit beschäftigt sich dann der Kosinus? Ja, mit dem Vx-Vektor. Dividiert man den Sinus durch den Kosinus, so erhält man den Tangens. Er beschreibt das Verhältnis zwischen der Gegen- und der Ankathete. Ich fasse also nochmal zusammen. Den Sinus, Cosinus, Tangens benötigen wir, um das Längenverhältnis verschiedener Dreiecksseiten zu bestimmen. Beim Einsetzen von t in die SY-Gleichung wird der Sinus durch den Cosinus geteilt. Was der Grund dafür ist, dass hier der Tangens steht. Mit der PQ-Formel kann man jetzt die Nullstellen der Parabel bestimmen. Bitte nur die positive Wurfweite verwenden, da eine negative Wurfweite nur wenig Sinn macht, es sei denn, wir werfen nach hinten. Wie die Flugkurve letztens ausschaut, ist von vielen Faktoren abhängig. Die Wurfweite ist wichtig, sprich die positive Nullstelle der Parabel. Wie hoch man die Diskoscheibe beabsichtigt zu werfen oder auch die Steigzeit gibt Auskunft darüber, wie denn im Endeffekt die Flugparabel aussehen wird. Steigzeit meint die Zeit, die die Diskoscheibe am Steigen ist, bis zum höchsten Punkt also. Bevor wir die Kind-3-Reihe endgültig abschließen, stellt euch vor, du und dein Kollege habt zwei Bälle in der Hand. Kollege Peter meint, er kann mit seinem Ball die schönste Flugkurve herzaubern, die du jemals gesehen hast. Dir ist das egal und du wirfst den Ball einfach nach oben. Peter wirft seinen Ball mit derselben Kraft wie du zum selben Zeitpunkt ab. Welcher Ball wird den Boden zuerst berühren? Dein Ball, den du vertikal nach oben geworfen hast, oder Peters Ball, welcher im 45-Grad-Winkel schräg nach oben abgeworfen wurde? Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachdenken. Vielleicht als kleinen Tipp, denkt dran, dass ihr die Geschwindigkeiten getrennt betrachten müsst, die Horizontal- und die Vertikalgeschwindigkeit.